Aufnahme läuft. Ja, hi Tabea, schön, dass du da bist. Ja, schön, freut mich, dass es klappt. Ja, vielen Dank. Ich sitze hier gerade in Berlin, Oberschöneweide. Wo bist du? Also, Ich sitze im wunderschönen Potsdam, ich nenne das ja immer Potsdam West Downtown. yes. Hier in den Plattenbauten habe ich ein WG-Zimmer und war unter anderem heute früh schon mit einer ehemaligen Mannschaftskollegin joggen, schön mit der Sonne an der Havel entlang. Oh wow, und dann eine Runde durch den Parc Sanssouci oder Das wie war's? auch, das war gestern, Ja. Spaziergang. Und heute war dann unter anderem noch eine Stunde Online-Sport, fit trotz Corona mit meiner Polizeieinheit. Da gibt es eine, die sich da sehr engagiert. Und dann Wow, trifft man cool. sich via Zoom-Meeting und macht ein bisschen Sport gemeinsam, ja. Also schon viel erlebt für einen Sonntag. Ja, ich muss gestehen, an alle, die das hören, ich habe gestern den Termin nochmal umgeswitcht und dann heute Morgen erst um 9 meine E-Mail gecheckt und Tabea war schon um 7:06 Uhr. Zack, also Respekt. Passiert selten, aber mittlerweile gewöhne ich mich fast dran, weil ich mag das Leben mit der Sonne. Ja, Und also dem muss aufstehen man mit der sich, Sonne und. genau, dem muss man sich halt richten, weil stärker als die Sonne werde ich nie sein. Deswegen ordne ich mich da gerne unter. Ja, cool. Wir haben gerade im Vorgespräch schon ein bisschen gesprochen, dass ich das total beeindruckend finde, dass du Leistungssportlerin warst. Für alle, die Tabea vielleicht nicht kennen, sie war Fußballnationalspielerin, ist Olympiasiegerin geworden 2016. Ich kann mich noch erinnern, ich lag im Bett und hatte Gänsehaut, als das Endspiel abgepfiffen wurde. Ich bin selber auch Fußballerin gewesen. Und ja, und jetzt bist du ehemalige Leistungssportlerin, weil eine Verletzung dich dazu gezwungen hat, aufzuhören. Bist Polizistin, bist Vanbesitzerin und wer bist du noch? Ich werde Fallschirmspringerin. Ja. Das ist genau, das kommt noch so. Ich habe viele Projekte, viele kleine Projekte. Genau, und unter anderem mache ich jetzt so eine Fallschirmlizenz, dass ich Solospringerin bin. Erstmal, weil dann kann ich quasi around the world überall aus dem Flugzeug springen und den Okay. Fallschirm öffnen lassen. Und vielleicht mache ich dann nochmal eine Tandemlizenz, dass ich quasi, also dass ich jemanden mitnehmen kann. Es geht dann auch so in diese Sphäre Berufsspringerin. Man muss gucken, ob ich das mit meinen anderen vielen Projekten koppeln kann. Andere viele Projekte. In einem anderen Interview hast du gesagt, du tanzt gerne auf 2 Hochzeiten. Das klingt jetzt gerade wie 3 oder 4. Es sind mehr, ja, es sind tatsächlich mehrere Hochzeiten. Ich sag mal so, die ganze Corona-Pandemie-Zeit habe ich mich entschlossen, halt irgendwie dennoch viel machen zu wollen so, und es geht. Also ich fange jetzt ein Studium beispielsweise noch nebenher an. Das geht halt darum, beziehungsweise ich sehe mich in einer Verpflichtung schon als ehemalige Leistungssportlerin im Frauenfußball auch irgendwie was daraus was zu machen, mitzugeben, weil Ja. ich da viele Möglichkeiten, sehr, sehr, sehr viel Potenzial sehe, was man noch ausschöpfen kann, Ja. auch gerade im Frauenfußball Deutschland. Und fange Sehr jetzt erstmal, um einen guten Background zu haben, einen offiziellen Background, das ist ja bei uns auch immer sehr wichtig, dass die Vita auch gepflegt wird, habe ich zumindest so das Gefühl. Und rein aus dem Interesse auch heraus. Es ist ein super interessantes Studium am Fußballinstitut in München. Aha. Das geht jetzt quasi auch erst los. Das ist jetzt so Okay. ein offizielles Pilotprojekt. Genau, Football Analytics and Leadership. Mit Okay. dem Hintergrund natürlich so, mein Background ist dann okay, im Frauenfußball halt auch also ich habe meine Vision ist der Athlet. Wie kann ich das Maximum der Leistungsbereitschaft eines Athleten fördern, fordern? Ja. Und daraufhin habe ich gesagt, okay, ich möchte eigentlich, weil ich selber halt dieser Athlet nicht mehr sein kann aufgrund meiner Verletzung so, was hätte ich mir damals gewünscht? Oh, damals hört sich jetzt so weit hergegriffen an, aber es war ja gefühlt noch so vorgestern. Und wie kann man das fördern? So auf der physiologischen Ebene, aber wie auch ganz besonders die psychologische Ebene. Ja. Genau, und dann schaut man mal. Also meine Vision ist quasi eine höhere Position im Verein einzunehmen, ja. Im Verein bei Turbine Potsdam. Das ist ein Projekt. Ja, und das Ja, es ist ist, ja, in das geht München ja für quasi Turbine hier Potsdam. überein. Ja, das ist ein Fernstudium, also es ist eine Ja. Fernuni. Geht ja jetzt bezüglich Präsenzphasen, geht ja auch nicht. Das läuft auch alles über Zoom. Und das dauert 10 Monate. Dann ist das Projekt auch erstmal am Laufen. dann gibt es noch einige Bauprojekte, was ich gerne basteln, bauen möchte. Habe jetzt ein Projekt, ist hier eine Garage anzumieten, die ich mir als Studio umbaue.
dass ich quasi so ein Werkareal habe, dass es nicht alles auf meinem 11-Quadratmeter-Zimmer stapelt. Genau, und selber noch viel Sport machen. Projekt bei der Polizei, Nachwuchsgewinnung, Thema. Ja, Reisen geht gerade nicht so einfach, aber auch Projekte, inwiefern man in der dritten Welt halt auch was unterstützen kann, supporten kann. Ja, das sind so einige Projekte. Wo nimmst du die Energie her? Kommt das daher, dass du aus Niedersachsen bist? Also ich habe das Gefühl, dass niedersächsische Menschen, wie Bernhard Steinhaus aus Hannover, andere Leistungssportlerinnen kommen auch daher oder Leistungssportler. Wo glaubst du, ist deine Basis für die Person, die du heute bist? Also, dass du das so. Man kann das echt kurz rum abschließen. Es ist der nordische frische Wind, glaube ich. Es ist so. Nee, ich meine, ich bin so wie ich aufgewachsen, ich bin total bodenständig aufgewachsen auf dem Land, wurde ziemlich viel Aufgabenverteilung in der Familie, wurde ziemlich schnell mit in die Verantwortung genommen, weil wir einen großen Hof hatten. Papa war nonstop halt auf dem Land unterwegs. Meine Mom als Reha-Trainerin, Sportbereich, Prävention, dann trotzdem noch drei Kinder erziehen und dann halt echt irgendwie so auf dem Land groß geworden. Echt wirklich mehr draußen als drin gewesen. Und das hat sich irgendwie so fortgepflanzt. Dem bin ich auch weiterhin so nachgegangen. Und was explizit, also ich brauche die Praxis und ich brauche die Menschen mit den Erfahrungen und dann gehe ich so meinen Weg. Dann kristallisiert sich halt so ein bisschen daraus, okay, was mag ich, wem folge ich, wie folge ich das, mit welchen Ansichten, was sind meine Werte, das zu hinterfragen. Das sind vereinzelt vielleicht auch Athleten gewesen, mit denen man zusammen war, vor allem bei Olympia. Das war ja auch so eine Kindheitstraumerfüllung. Und wirklich Menschen, die sich auch außerhalb dieser Komfortzone bewegen, die nehme ich mit. Die finde ich interessant, da sauge ich auf. Okay, was bewegt dich wirklich, dich speziell, dich außerhalb dieser Box zu bewegen? Und da schließe ich mich dann gerne an und habe gerne den Austausch. Ja, out of the box, das stimmt. Kann ich kurzes Beispiel nennen? Ich mache gerade eine Yoga-Teacher-Ausbildung, also Teachers-Training, und da sagt man ja mal Om und sowas und ein Mantra, und dann hatten wir ein digitales Treffen und am Ende habe ich das dann angestimmt und alle meinten so, wow, du hast jetzt ein Mantra gesungen, das trauen wir uns noch nicht. Also genau, dieses out of the box. Norddeutschland, du warst mit 14 in einer Auswahl, Jugendnationalmannschaft, aber wann? Genau, also mit 14 bin ich quasi auf, habe ich mich entschieden, auf dieses Internat zu gehen. Und dann ging das relativ schnell. Aber da fing das schon so an. Mit 14, normalerweise gehst du mit 12 hier in Potsdam aufs Internat, war ab 7. Klasse, ich bin dann 8. Klasse, dann sogar noch zweites Halbjahr da auf die Schule gegangen. Wo bei dem Einstellungsgespräch die Lehrerin schon sagte, Wer war es? die Lehrerin meinte dann so nach dem Motto, ja, also die Wahrscheinlichkeit der Quereinsteiger wirklich oben anzukommen ist sehr, sehr gering. Also mit sowas wurde ich nonstop konfrontiert. Und das stichelt mich an, sowas mag ich. Und letztlich ist es egal, mit was für einem Background irgendwie du da bist, wenn du halt irgendwie einen Weg siehst oder selbst entscheidest, okay, den Weg gehe ich muss um die Konsequenzen natürlich wissen, was ich aufbringen muss, ist immer die Möglichkeit da, das Ziel auch zu erreichen. Und so gehe ich durchs Leben. Und wie wichtig war es für dich, unter so einer Trainerikone wie Bernd Schröder dann zu trainieren? Also ich bin Sporthistorikerin, ich habe über den Frauenfußball in der DDR geschrieben, habe deswegen auch Sabine Seidel und so interviewt, mit der zusammengearbeitet. So dieser Generationenunterschied und dann das, was man vielleicht in den Medien mitbekommt. Also wie hat dich das geprägt und wie hat er noch die letzten Prozente aus dich herausgekitzelt? Na, ich bin ja mit 16 quasi zu ihm, also in die erste Mannschaft hoch. Und ich meine, da so ein nordischer Wirbelwind unter einer Ikone von Bernd Schröder, der wirklich so der total erfahren ist, der auch wirklich so seine Linie hat. Wir sind echt ab und an aneinander geraten, weil ich halt auch irgendwie so dann meine Linie fahre. Und das war aber letztlich, wussten wir beide voneinander, dass ich mich darauf verlassen kann. Das wusste er von mir, das wusste ich von ihm. Und dass es wirklich auch mal geknallt hat, irgendwie. Ich kann mich ja entsinnen, ich war ein Jahr, eine Saison nach Jennifer Ziez war ich ja Kapitänin, ohne dass ich irgendwie gefragt wurde. Mir wurde das quasi wirklich wortwörtlich die Binde um den Arm gebunden.
Und es war so, okay, was dann, du bist ja in der Position, du vertrittst die Meinung der Mannschaft. Immer mit dem Hintergrund, okay, wie können wir das Maximum unserer Leistung irgendwie erreichen? Und dann waren halt auch mal irgendwie, weiß ich, Beispiel, Trainingsintensität war echt enorm hoch und das Feedback der Mannschaft war so, hey, ich bin vielleicht bei 75%, so kann ich nicht ins Spiel gehen. Okay, dann düdelt halt eine Tabea Kemmel zum Trainer und sagt, hey, wir haben hier irgendwie, die Balance stimmt nicht. Und dann, das will er natürlich nicht hören, weil da geht er nicht drauf ein. Und dann habe ich halt auch gemerkt, das war auch inmitten meines Studiums, was ich halt neben meiner aktiven Karriere noch gemacht habe, so, ey, das ist irgendwie, wird es gerade mir zu viel. Vor allem, weil halt wirklich kein entgegengekommen ist. Es war immer so, immer wieder gegen die Wand geprallt. Und dann habe ich dann am Ende der Saison, bin ich in das Bürozimmer gegangen. Sehr Schröder. Aufgrund der Situation, ich schaffe es nicht. Ich habe diese Kraft und diese Energie nicht, jedes Mal da gegen seine Meinung zu rennen und irgendwie nicht einen gemeinsamen Weg zu finden. Da habe ich ihm die Binde so gefühlt wieder auf den Tisch gelegt. Und dann war auch echt so, weil das ist ja eigentlich, es ist ja eine Ehre, diese Binde tragen zu können und vor allem nach Jennifer Ziez und man verkörpert ja auch den Verein, Turbine Potsdam. Aber ich gesagt, nee. Also so diese Gegenwehr so und das war so, er hat mich total geprägt, ne? Also das ist, er hat mich auch ein Stück weit erzogen, herangezogen, weil er wusste ja auch, ich habe einige Flausen im Kopf. Dem bin ich auch nachgegangen. So, das war, ich wusste aber halt auch immer um die Konsequenz. Also wenn ich dann mal morgens um 7:30 Uhr irgendwie erst nach Hause gekommen bin, dann wusste ich, dass ich um 9 Uhr im Training sein muss. Und natürlich dann auch so, dass er mir das nicht anmerkt. Und ich habe es geschafft. Also so, das meine ich halt um diese Konsequenz. Danke für diesen Einblick in diesen Ja, gerne. interessanten Bereich des Leistungssports. Ja. Was mich noch interessiert, du hast gesagt, ne, da kommt die quirlige Norddeutsche und er kommt aus einem. Klar, waren wir schon wieder vereinigt, aber er hat halt auch noch ich sag mal, dieses DDR-Trainingssystem. Oder hast du das nicht so empfunden? Weil was ich mitbekommen habe in der Zeit, war ja auch manchmal die Auseinandersetzung zwischen Silvia Neid und ihm. So, ne? Also was zumindest in den Ja. Medien außen wohlwollend auch genommen wurde. Also ich sag mal so, rein trainingswissenschaftlich kann man die Sache sehr hinterfragen. Also nicht ohne Grund habe ich auch jetzt mein Knie so, wie ich es habe, weil die Intensität, die wir gefahren sind, dreimal am Tag in der Vorbereitung über 6 Wochen zu trainieren, da schüttelt jeder den Kopf. Und das ist, müssen wir auch nicht drüber reden, rein gesundheitlich nicht förderlich. Ich meine, generell, Leistungssport ist auch wieder eine extreme Geschichte. Ist nicht immer förderlich. Gut, das ist eine andere Diskussion, die man da führen kann. Nur, das ist total schwierig gewesen. Also ich verstehe diesen Disput auch zwischen Nationalmannschaftstrainerin und auch Bernd Schröder, der dann halt nicht von dem abweicht, was er da halt macht. Und dann knallt das. Und letztlich, auf welchem Rücken wird das ausgetragen? Es wird immer auf dem Rücken der Athletin ausgetragen. Und das ist beispielsweise auch eine Sache, die geht in meinen Augen nicht. Was mich dann wieder dazu bringt, zu sagen, so, ey, ich habe Lust, was zu verändern, beziehungsweise irgendwie mal in die Richtung zu gehen, wo ich dann wieder halt bei dem Studium lande. Aber absolut nachvollziehbar. Und ich bin auch froh, dass ich als aktive Athletin davon nichts mitgekriegt habe, dass ich dahin bin. Auch, ich meine, mit 16, da habe ich nicht hinterfragt, dass ich da dreimal am Tag auf dem Platz stehe. Und ja, war auch gut, weil hätte ich das da an dem Punkt hinterfragt, wäre ich schon längst weg gewesen. Okay. Ja. Was man ja in dem Bereich, wenn man da ist, Frauenfußball, Männerfußball, das wird immer dieser Vergleich aufgemacht, der kommt zwangsläufig. Man hat einen anderen, ich habe das Gefühl, dass es immer so, die Frauen im Frauenfußball kämpfen sich heran zu dem Punkt, wo oder Stellenwert, den sie auch brauchen, ne? Also in der Gesellschaft. Was wünschst du dem Frauenfußball jetzt nach dieser oder mit dieser Corona-Pandemie? Also du fängst dieses Studium an, du hast gute Vernetzung, gute Kontakte, nehme ich an, zum Leistungsbereich beim DFB. Du baust dir eine Vision auf, du hast deine anderen privaten Ziele. Wo kannst du jetzt an diesem Punkt als Vorbild wirken? Und Ich wie würde da mal primär den DFB ausklammern, weil das ist gar nicht mein Ziel, weil das ist eine Nummer, die ist halt echt groß. Zudem, ich sag mal so, wenn ich jetzt von mir ausgehe, ich habe ganz klar als Athlet, habe ich gelernt, okay, für was stehe ich ein, für was stehe ich auf und ziehe mir das Trikot über. Und das ist halt dieses Teamwork, das ist dieses Mitgefühl, das ist, hey, wir können hier eine Bereitschaft, eine Leistungsbereitschaft erzeugen.
Das ist tagtäglich out of the box. Und gewisse Werte, die ich dann auch teile. Und dann erfordere ich aber auch oder fordere das auch wirklich ein, zu sagen, wenn halt da ein großer Verband ist, mit welchen Werten gehe ich überhaupt raus? Und ich möchte nicht immer dieses, hey, ja, bloß nicht irgendwie ein Statement groß rausposaunen, weil dann werden wir in irgendeine Schublade gezogen. Bin ich raus, will ich nicht. Weil das ist es. Wir sind mittlerweile rein jetzt auch so, das ganze Politikum, die ganze Wirtschaft, ne, zwecks Pandemie. Hey, aber für was stehe ich eigentlich gerade? Genau. Und was, Da haben wir. welche Werte kannst du die für dich kurz Für mich persönlich wirklich ist Teamwork Mitgefühl. Okay, und damit kann ich halt Großes erzeugen. Und auch dieses klassische Zwei-Stufen-System, was wir fahren. Hey, uns geht es allen echt verdammt gut. Wir leben im verdammten Luxus. Und wir dürfen sogar noch Sport machen. Das wird uns nicht entzogen aufgrund der Pandemie. Und dann fordere ich aber auch, ich meine, wann hört man wirklich mal die Stimmen der Spieler oder Spielerinnen? Selten. Und sobald man irgendwie mal eine Stimme hört, wird der an die oder die an die Wand genagelt. Naja, deswegen, also ich habe dich ja angeschrieben, weil ich diesen Talk in der ARD-Sportschau gesehen habe, den ich sehr gut fand, sehr mutig fand, wo es ums Thema Homophobie im Fußball geht. Ne? Man wartet im Männerbereich seit Hitzlsperger auf ein Outing. Im Frauenbereich habe ich immer gedacht, ist das so, naja, das weiß man eigentlich, aber es ist trotzdem vor vorgehaltener Hand. Ne? Ist ja die Frage auch, warum ist es vor vorgehaltener Hand? Da kann ich am eigenen Leibe, ist mir das widerfahren, weil wie gesagt, für die Dinge, die ich einstehe, damit gehe ich auch raus. Wenn mich jemand fragt, auch im Interview, habe ich eine Antwort. Weil da denke ich gar nicht drüber nach, weil das macht mich ja auch irgendwie aus. So. Und das sollte eigentlich auch gar nicht so, ah, krass, jetzt Sexualität und so, hey, nee, das ist, an sich sehen wir uns alle danach. Und dann ist es ja aber wieder punkto. Es soll nicht gehört werden. Dementsprechend werden die Fragen gar nicht, die kommen gar nicht zu uns als Athlet, weil die kriegen vorher ein Briefing. Und wenn das Interview quasi, auch wenn es verschriftlicht wird, geht der erst wieder an die Pressestelle, ob am Verband oder Verein. Und dann wird schön hier zensiert. So ein Ding ist es ja dann wieder. Und wenn es mal knallt, sage ich mal im Interview, wenn dann wirklich mal ein Athlet irgendwie so mit vollen Emotionen da drin ist, dann ist ja auch, frage ich mich so, wow, warum hat er jetzt gerade wirklich die Emotionen? Weil echt ein ganz schöner Rucksack vollgepackt ist. Das Das ist so für mich das. klingt sehr, sehr reflektiert. Das klingt auch, dass du dich mit dir natürlich auf deinem Weg persönlich auseinandergesetzt hast. Wie sehr waren da nicht nur andere Athleten, sondern vielleicht auch deine Eltern Vorbilder, die mit dir über Sachen gesprochen haben? Das ist ja, ne, die Persönlichkeitsentwicklung eines Menschen fängt ja irgendwann an und dann ist man als Kind noch schön naiv und irgendwann kommt das Bewusstsein. Und dann merkt man, oh, ich habe jetzt Selbstbewusstsein oder nee, ich gehe zurück in mein Schneckenhaus, ich möchte diese Rolle nicht annehmen. Du nimmst diese Rolle an, weil du auch das Leben leben möchtest. So. Also ja, wie kannst du das? Das war nicht die richtige Frage, Ganz vielleicht witzig. kannst du einhaken. Ey, das ist ganz witzig. Ich meine, das fängt ja wirklich in der frühkindlichen Phase an. Da war ich halt auch schon immer so ein Wirbelwind. Und wenn ich, es fängt da an, wenn ich gesagt habe, ich bin um 18 Uhr zum Abendbrot zu Hause und ich bin 18:03 Uhr noch nicht zu Hause gewesen, da ist mir meine Mama mit dem Fahrrad entgegengejagt und ich wusste schon, verflucht. Also wie gesagt, ne, für das einzustehen, was man halt auch irgendwie sagt, das habe ich sehr früh erleben dürfen. Beziehungsweise lernen dürfen. Und dann geht das, ich meine, ich bin mit 14 vom Elternhaus weg und irgendwie dann so Internat, Schule und dann irgendwie, was ich auch für Belehrung da immer zusätzlich noch unterschreiben musste, weil man halt irgendwie, weiß ich nicht, ob es dann irgendwie im Internat das Matratzenrutschen im Treppenhaus war, was man halt nicht durfte, aber halt gemacht hat. Und irgendwie geht man dann so ein bisschen seinen Weg und dann wiederum wird man ja auch wieder ein bisschen zurückgezogen, sei es damals die Belehrung unterschrieben zu haben oder dann auch schon mal Gespräch beim Vorstand gehabt zu haben, weil man halt irgendwie was gemacht hat. Aber letztlich, daraus nehme ich auch was mit. Also ich möchte Fehler machen, weil aus diesen Fehlern lerne ich am meisten am eigenen Leibe. Und ich glaube, dazu sind heutzutage, ist man viel zu wenig mutig, zu sagen so, hey, ich bewege mich jetzt mal in die Richtung. Ich gehe jetzt mal in ein Gespräch, wo ich nicht so vorbereitet bin. Nur ich kann mit meinem Erfahrungswissen, was jeder in uns hat, kann ich doch vielleicht auch mal gewisse Situationen, wo ich jetzt nicht so
so vorbereitet bin, kann ich trotzdem irgendwie was machen. Ich meine, ich habe mich früher dann auch, keine Ahnung, wenn es irgendwie so Lehrgänge waren oder so Analysen, habe ich mich auch in die letzte Reihe gesetzt. Also so, aber die Leute, die sich bewusst in die erste Reihe setzen und sagen so, hey, ja, ich habe hier was, wo ich denke so, ja. Und dann, ich meine, man wächst da ja dann irgendwie so Step by Step rein. Ich bin da auch irgendwann reingewachsen. Ja, sehr, sehr schön. Ja. Du hast jetzt die Möglichkeit, bei Turbine Potsdam weiterzuwirken. Du fängst ein Studium an, du bist bei der Polizei, du hast deine Projekte. Wie schaffst du, also wie hilft dir da die Erfahrung des Leistungssports, dich so zu strukturieren, dass du das Beste in allen Bereichen rausholst? Was hilft mir da explizit? Also ich habe ja nach meinem Karriereende beispielsweise, habe ich gemerkt, so, ey, da war ich ja noch viel in der Reha, weil ich noch wegen meinem Knie noch einiges aufzuarbeiten hatte und habe irgendwie gemerkt, so, mir fehlt dieser Rhythmus, weil den hast du einfach im Leistungssport. Du hast eine 7-Tages-Woche, da ist explizit auch der Regenerationstag mit eingeplant. Und der Rhythmus, der war ja komplett weg. Ich habe mich dann halt selber organisiert. Von der Polizei hatte ich halt noch Rückendeckung, was halt meine Reha anbelangte. Nur dann war ich so 7 Tage, Wochenende kenne ich auch irgendwie nicht so, sondern ich weiß jetzt, weil ich vorbereitet bin, dass heute Sonntag ist. Aber sonst kann ich dir nicht sagen. Es ist auf Arbeit manchmal auch ein bisschen witzig, weil ja, heute ist doch hier, ich habe keine Ahnung, welcher Tag ist. Und dann habe ich halt gemerkt, so, ey, ich verliere mich. Ich verliere mich so gefühlt in 17 Projekten. Ich hatte da noch eine 95 Quadratmeter Wohnung, die leer stand, komplett selber fertig gemacht, die ich dann vermieten wollte oder jetzt vermietet habe. Sowas halt alles. Und merkte so irgendwie, boah, du kommst nicht mehr so richtig zur Ruhe. Und ich dann überlegt, damals, wo ich mich hier bei Turbine verletzt hatte, lief mir so hier auf dem Olympiastützpunkt eine Frau über den Weg und da hatten wir uns kurz ausgetauscht und die gab mir dann ihre Karte. Und so wie es dann halt einfach, das ist dann so Schicksal, wo ich dann hier in Potsdam wieder war und meine Kartons ausgepackt habe, habe ich diese Karte wieder gefunden. Das ist nämlich Sport and Business Mental Coaching. Ah, Und cool. dann ich so, hey, rufe ich sie mal an. Angerufen, dann hat sie mir mal so ein Angebot geschickt. Und ich meinte so, ja, irgendwie passt, möchte ich mal machen. Und wo ich dann explizit auch gelernt habe, so, okay, weil es bricht was weg. Wenn du halt 14 Jahre eine Leidenschaft nachgegangen bist, da bricht halt was weg. Wie organisiere ich mich? Wie regeneriere ich? Wie zwischen diesen ganzen Projekten, dass ich mich voll einem Projekt widmen kann? Okay, dann bräuchte ich dazwischen aber eine Pause. Und da fange ich tatsächlich an, das hier der Meditation Echt? nachzugehen. Ja. Vor 2 Jahren so, ne? Während meiner aktiven hätte ich den Vogel gezeigt. So Meditation, ich mache Okay. Mittagsschlaf, bin ich fit. Und Ja. jetzt, weil man halt so viele Gedanken hat, jetzt auch was die Polizei ist, was Neues. Wo man sich ja auch einbringen möchte und auch irgendwie effektiv einbringen will. Und sich da nicht zu verlieren, dann halt wirklich mal explizit zu sagen, okay, ich nehme mich jetzt mal 25 oder 40 Minuten raus und das ist dann meine Zeit. Cool. Also das heißt, du hast mit Meditation angefangen. Sehr Ja. schön. Das passt ja wunderbar zu dem Blog. Ja, ja. Ja, super. Ich habe halt vor dem Gespräch auch 20 Minuten kurz in der Stille gesessen, um zu gucken, was kommt. Und das ist eine super Kombination, glaube ich, weil du ja durch den Leistungssport schon deinen Körper sehr gut kennengelernt hast und es jetzt schaffst, dann diese mentalen Sachen, die ja immer da sind, ne? Der Affe, der plappert, der ist ja immer da. Und weiß ich nicht, ich habe mir das, als ich früher gespielt habe und wir lagen 0-2 in der 70. Minute zurück, habe ich immer gedacht, wie ist denn jetzt die Schwingung im Team? Schaffen wir das noch oder schaffen wir das nicht? So, ne? Also dieses Nicht-Aufgeben und durch Meditation einen Weg zu finden, genau, sich wieder zu konzentrieren, zum Atem zu kommen. Welche Meditation machst du da jetzt als Anfängerin? Also. Ich habe jetzt explizit, ich sage dann immer, also meine Trainerin heißt Katja und sie Ja. hat mir so Audiodateien mitgegeben. Und dann sage ich mir immer so in dem Moment, okay, ich glaube, es ist jetzt wieder Katja-Zeit. Und dann haue ich mir 20 Minuten hier Bodyscan auf die Ohren oder 40 Minuten, und wo ich dann halt komplett durch meinen eigenen Körper geführt werde. Ja. Und es ist mittlerweile auch so weit schon, dass ich, weil ich fahre viel mit der Bahn oder so, dass ich es in der Bahn mal mache, das 20-Minuten-Programm, wo. Danach, also ich entgleise quasi so völlig, komplett freien Kopf. Und dann bin ich dann nach diesen 20 Minuten, komme ich dann in Oranienburg da manchmal an und denke mir so, wow, was ist gerade passiert? Und bin wirklich so völlig wieder bei 100%. Das ist sagenhaft.
Cool. Und hattet ihr im Leistungssport nicht aber auch die Möglichkeit, Yoga zu machen? Oder war es dann eher so Fitness-Yoga anstatt? Ja, das war, ich kann mich entsinnen, wir hatten es einmal so, es war so ein, ja, wir machen hier jetzt mal Hot Yoga. Das haben wir hier in Potsdam gemacht. Aber das machst du dann halt einmal und dann ist es so, du wirst nicht explizit herangeführt, vorbereitet. Es ist, hey, wir machen heute mal einen Ausflug. Ja. Und dann gehen wir morgen aber wieder ganz normal ins Training. Also du hast diesen Effekt nicht, weil du gar nicht, dir wird gar nicht das Bewusstsein geschafft. Ich meine, ich glaube auch gut, durch meine zweijährige Verletzungsphase so, lernst du ja auch irgendwie noch mal deinen Körper anders kennen, hast noch mal ein anderes Bewusstsein und dann während meiner aktiven Karriere, das war immer so auch Mental Coaching, naja, weniger. Deswegen, da ist halt echt eine Menge Potenzial und da sind wir auch, das widerfuhr mir alles in England, mehr oder weniger. Ja. Ja, und hier in Deutschland war das, war es nicht so gängig. Und diese Ausbildung, die dann das Studium, was dann stattfindet, ist das eine private Uni oder ist das an öffentlich diesen Privat? Genau, das ist privat, das ist das Institut in München, wo sich halt echt, es sind ganz interessante Dozenten. Jetzt beispielsweise ist ein Dozent, ist ein ehemaliger Schiedsrichter hier, Urs Meier, dann die auch eine Psychologin mit dabei, Sportdirektor, also wirklich Leute, die ein geniales Know-how haben, Background haben und die halt auch in der Praxis sind. Wow, cool. Ich Da würde bin ich gespannt. vorschlagen, ich weiß nicht, ich melde mich mal im Jahr wieder oder so und frage, Ja. wie das mit der Pandemie Ja. und alles gelaufen ist. Was denkst du, kannst du von deiner Tätigkeit noch in deinem beruflichen Feld jetzt einfließen lassen? Also Polizistin ist ja schon auch nochmal, ja, aus meiner Sicht als Geisteswissenschaftlerin ein besonderer Beruf. So für Recht und Ordnung sorgen und ja. Total. Also hat, ich sag mal, der, warum ich mich für die Polizei auch entschieden habe, ist einfach. Der Polizeiberuf ist so facettenreich. Ich rede immer gerne von dem Wasser, Land, Luft. Du kannst dich in allen Sphären bewegen, innerhalb dieses einen Jobs. Und deswegen habe ich mich gefragt, so, hey, du bist ja dann wahrscheinlich noch so 40 Jahre im Job, so, ich möchte nicht eine Tätigkeit haben. Ich möchte dieses Gefühl haben, ich kann mich weiterentwickeln, aber halt in unterschiedlichen Sphären bei der Polizei. Okay, Polizei studiert, da Wach- und Wechseldienst auch ein bisschen, noch bevor ich nach England gegangen bin, gearbeitet bei der Kripo. Super interessante Kollegen kennengelernt, die auch, wie gesagt, einen totalen großen Erfahrungsschatz hatten. Bin jetzt aber bei der Nachwuchsgewinnung, bei der Werbung. Also so total unterschiedlich. Oder habe mir jetzt auch mal angeguckt, so hey, du kannst ja auch Hubschrauberpilotin werden. Also nur mal dazu, für was du dich alles entscheiden kannst bei der Polizei. Sehe aber auch ganz klar die Problematik bei der Polizei. Es ist ja immer so total politisch abhängig. Dann auch irgendwie so, das ist so ein Abarbeiten, ganz schnell Dienst nach Vorschrift, weil du musst ja auch irgendwelche Zahlen schaffen, dann hast du ja auch, sag ich mal, hier mit der Bevölkerung zu tun. Im Land Brandenburg ist ja rein die Bevölkerung politisch nicht das Sahnehäubchen, sagen wir es mal so. Und wie gehst du daran? Du willst Nachwuchs gewinnen. Mit was für Werten gehst du überhaupt vor die Tür? Für was stehe ich als Polizistin ein? Und das ist dieses ganz, ganz krass hierarchisch, die Polizei. Super interessant beispielsweise, wenn ich mit Uniformen jemanden begegne, dir schauen die Leute auf die Schulter. Auf der Schulter hast du ja dann quasi jeweils deinen Hierarchiestatus drauf mit den Sternen und noch, da gibt es ja noch unterschiedliche Farben und all sowas. Und dann gehe ich aber in Zivil darüber und dann schauen dir die Leute. Also ich würde es nicht verallgemeinern, aber die Mehrheit der Menschen, denen ich dann begegne, schauen die erst in die Augen beim Hallo sagen. Und das ist schon so, wir sind halt Menschen, ne? Auch wir Polizisten und Polizisten sind einfach nur Menschen. Und dann halt irgendwie dieses zu verkörpern, wenn ich meine, ich habe auch einige Erfahrungen sammeln dürfen, weil auch mal mein Rücklicht nicht funktionierte und wurde natürlich von meinen Kollegen halt angehalten. Und so dieses. Also habe ich auch gewisse Erfahrungswerte, die ich hier jetzt gerne teile. Dieses so uniformiert sich herabstellen zu demjenigen, dem ich ja jetzt gerade sagen muss, du hast was falsch gemacht. Und das ist für mich das Kunstwerk. Letztlich zu interagieren, aber auf einer Wellenlänge.
Und auch auf einer menschlichen Art irgendwo. Das ist es. Und das jetzt vor allen Dingen im Rahmen der Pandemie. Also ich habe im Vorfeld, die Zeit hat jetzt gerade einen Artikel herausgebracht über die Rolle der Polizei und mit welchen Problemen sie mit dem Querdenkertum zu tun haben. Ne? Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass es da Menschen wie dich gibt und viele andere Kolleginnen auch in anderen Bereichen, also nicht nur Polizei, sondern auch Bundeswehr oder Zoll, wo da dann eingegriffen werden kann auf menschliche Art. Also, ja. Ja, total. Vor allem auch dann sich selber zu hinterfragen. Ich glaube, das ist halt super wichtig. Was will ich halt überhaupt? Und das finde ich super interessant, weil auch gerade bei der Nachwuchswerbung, okay, was für Nachwuchs haben wir, was für eine Generation haben wir? Weil wir haben einen stetigen Generationenwechsel. Die Zeit entwickelt sich. Was entwickelt sich bei der Polizei? Einfach mal nur das Gegenstellen. Inwiefern ist das Auswahlverfahren? Inwiefern gehe ich auf die Leute zu? Oder sie kommen nicht mehr. Also wir haben echt Probleme, die Zahlen irgendwie zu stellen. Weil einfach das Überangebot, das herrscht heutzutage. Und nicht jeder möchte zur Polizei. So, ne? Aber was, ich glaube, da ist, haben wir viel Potenzial zu sagen, so, okay, für was stehen wir ein? Was ist die Problematik? Es gibt ja jährlich dann immer die Statistik, Kriminalitätsstatistik. So. Und wir haben halt echt ein Problem. Ist, und vor allen Dingen auch ein kulturelles. Ne? Also deswegen bedarf es da Menschen, die anderen Kulturen im ersten Moment offen sind, um dann zu verstehen, was steckt dahinter. Ne? Also natürlich, ich finde das Stereotyp sehr erschreckend, wenn ein Mensch anderer Hautfarbe oder anderer Religion dann schon gleich in diese Schublade gesteckt wird. Nur wir haben wirklich in allen Bereichen, also ich darf gerade an der Grundschule ein bisschen mitwirken, da fängt es schon an mit dem Verständnis und dann das natürlich auch bei den Eltern und Großeltern dann von diesen Kulturen dann anzuwenden. Ne? Ganz schwierig, ja, vor allem die Generation, die du gerade auch aufgezählt hast, die haben wir ja innerhalb einer Behörde. Also du hast den 16-Jährigen, der sich gerade vielleicht entscheidet, zur Polizei zu gehen. Und wir haben den 64-Jährigen, der jetzt sagt, der alles erlebt hat. Aber es sind total unterschiedliche Generationen, die aufeinander knallen. Also ich sag mal wirklich, das ist so ein Knall. Und auch gerade, was die kulturelle Ebene angeht. Dieses so, nicht dieses Stigmatisieren, sondern hey, wir sind, letztlich wollen wir doch alle eh das Gleiche. Ja. Tabea, das Gespräch war sehr, sehr erfrischend mit dir. Ich bedanke mich sehr, dass wir das hier aufzeichnen durften. Gerne, ja. Und wünsche dir erstmal alles, alles Gute, viel Gesundheit, einen tollen Start in das Studium. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns irgendwann mal wieder sprechen. Und wir können das ja so machen. Ich mache jetzt mein Studium, weil ich habe ja meine gewisse Vision noch dahinter. Ja. Und wer weiß, ob, inwiefern sich das weiterentwickelt. Ich glaube, das kann ziemlich interessant werden, dass wir uns ja vielleicht am Ende des Jahres oder ja, nochmal zusammenkommen. Sehr schön, das machen wir. Ich danke ja, dir. Ja, dir. Gerne, danke auch. Ciao. Ciao.